Willkommen zu dem zweiten Teil des Druiden-DLCs. Auf meinem Kanal. Ja, wir waren stehen geblieben. Und zwar hier in Düflin. Und zwar haben wir den Vetter von Eivor kennengelernt. Und zwar den Barit. Wie er auf Wikingerart heißt, Baryt. Hier wird er Baryt genannt. Ja, wir haben auch den Sohn von dem Baryt getroffen. Bisschen kennengelernt. Und jetzt sind wir auf dem Weg auf dem Weg, um Baryt dann wieder zu treffen, mit ihm zu sprechen. Wir haben auch schon zwei Schätze hier in dem kleinen Örtchen oder im Gebiet schon mal eingesammelt. Ich wollte gerne, also wir haben auch schon den Aussichtspunkt geholt und ich wollte ganz gerne mal schauen, was das hier denn ist. Wir müssen, glaube ich, wo müssen wir eigentlich hin? Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Wo genau müssen wir eigentlich hin? Naja, schauen wir gleich nochmal nach. Ich wollte auf jeden Fall gerne hier mal hin, um zu gucken, was das eigentlich genau ist. Ja, dafür müssen wir leider ein kleines bisschen laufen, merke ich gerade. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Also wir können da scheinbar irgendwie wieder was bauen, was kaufen, was errichten. Naja, also wer den ersten Teil auf meinem Kanal schon geschaut hat, der müsste eigentlich genau wissen, wo wir gerade stehen. Und ja, also falls das nicht so der Fall ist, dann schaut doch gerne den ersten Teil nochmal an. Wenn euch gefällt, dann liked den Part. Den hier auch, wenn euch das Ganze gefällt. Ja. Sollte Interesse bestehen, mich zu unterstützen, dann lasst doch auch gerne ein Abo da. Darüber freue ich mich sehr. Ich freue mich eigentlich über jeden Zuschauer, der sich dafür entscheidet, meinen Kanal zu abonnieren. Denn je mehr das werden, desto mehr Möglichkeiten ergibt sich das auch dann dementsprechend dann auch für mich. Und ja, je mehr das werden, desto größer und auch schneller ist die Möglichkeit da, etwas zu machen, ja, wo wir alle irgendwie so ein bisschen zusammengehörig sind. Ja, also ganz generell finde ich schon, dass der Vetter von Eivor so ein bisschen aussieht, als wenn das dein Bruder wäre, aufgrund der blonden Haare. Die Natürlich, werden wenn man sofort jetzt. angreifen. Okay. dann wollte ich aufpassen. Also natürlich, wenn man jetzt irgendwie eine andere Haarfarbe gewählt hat, dann, naja, ist es halt dementsprechend nicht mehr ganz so, aber. Naja. Sah für mich halt nur so aus. Und jetzt frage ich mich ernsthaft, was das hier eigentlich genau ist. Hey, Moment! Fängt an und schießt!
Aha. Oh. Oh, ich kann hier noch nichts machen. Das ist doch blöd. Das ist schade. Ich kann hier noch nichts machen. Da ist zwar ein Schild, aber ich kann noch nichts machen. Das ist schade. Okay. Wir können hier aber was bauen. Wir können hier was errichten bzw. kaufen. Das ist schön zu wissen. So, dann können wir ja auf den Weg gehen, Barry zu finden. So, erst beim Familiengrab, südlich von Düflin. Okay, dann sind wir komplett die falsche Richtung dafür schon mal gelaufen. Ja, also nochmal die komplette Strecke ablaufen. Auf dem Weg können wir noch ein paar Sachen einsammeln. An sich ist es in Düflin gar nicht so viel. Da gibt es schon ein paar Gebiete mehr. Da sind mehr Sachen zu sammeln. Das haben wir schon gesehen bei der Karte. Und ja. Wir haben auch die Möglichkeit, wieder Raubzüge zu machen. Wie ganz normal auch auf der Englandkarte. Bei den Kirchen, also jetzt nicht so Flussraubzug-mäßig, sondern wirklich ganz normal Raubzug-mäßig. Ich nehme mal an, diese weißen Punkte sind auch wieder verfluchte Orte. Oder Entwürfe. Schatzkarten. Da fällt mir ein, Schatzkarten habe ich noch gar keine, glaube ich, wirklich irgendwie gemacht von Englerland. So. Perfekt, ich habe hier noch ein paar. Wie heißt das? Ich habe vergessen, wie die goldenen Dinger da oben heißen. Egal. Ich habe genug davon. Also klappt das. Einsammeln. Artefakt der Ui-Nail erhalten. Aha. Finde alle Artefakte der Ui-Nail, um eine geheime Truhe zu öffnen. Oh, cool. Lesen. Okay. Muridach Mak Eogain. 465 bis 498. König Ahelex, Sohn von Eogan Mac Nail, starb im Schlaf. Okay. Was ist also ein Grab? Oh, die Maske sieht da heftig aus. Sieht schon heftig aus, finde ich. Haben wir hier irgendwie noch einen Schatz da oben? Nee, okay. Wir müssen jetzt wieder zurück Richtung Dorf. Die Pfeile können gerne wieder ausgehen, danke. Nachher verbrennen uns die Pfeile noch. Och Mann, schade. Verpasst. So. Ja. Für jeden, der das ganze DLC noch nicht angefangen hat, ja, würde ich vielleicht auch empfehlen, ein bisschen Silber vorher zu sammeln. Das habe ich leider jetzt nicht gemacht vorher. Da hatte ich leider auch nicht wirklich die Zeit mehr für. Naja, Zeit hatte ich... Ich hatte eigentlich schon Zeit dafür, aber... ja, das war mir ein bisschen zu stressig.
jetzt noch mal extra da deswegen ja Silber zu sammeln. Zeig es mir. Oh, ich sehe gerade, da ist ein Schlüssel. Ich will den Schlüssel holen. Ich weiß nicht, wofür der gedacht ist, aber ja, für eine Truhe auf jeden Fall, ne? Aber bevor wir irgendwie eine Truhe finden und die nicht öffnen können. So. Das hatten wir schon mal. Da mussten wir hier raufklettern. Ey. Mach es eben von hier. So. Wir mussten hier raufklettern. Ja, ich möchte gerne hier draufbleiben, ne? Hier. Und dann... Nein. Klappt das von hier? Nein. Ich möchte Stufe weiter runter. So, und jetzt von hier möchte ich gerne schießen. Dann eben nicht. Dann gehe ich eben hier hoch. Also sowas. So, jetzt aber. Jetzt nur mal gucken, wo ich genau hinschießen muss. So. Jetzt können wir da rein. Ein Opal. Juhu. Schwarzer Tümpel. Mein Großvater erzählt, dass Barits Feste wegen unseres geliebten schlammigen Tümpels dort steht. Die Wikinger wollten sich sicher fühlen und der Teich war schon eine Verteidigungsanlage. Wer hinüber wollte, blieb in fauligen Schlamm stecken. Deswegen heißt die Stadt auch Schwarztümpel, also Dublind und bei den Dänen Düflin. Aha, okay. Ach da, hier ist... Nee. Irgendwas war hier doch. Schlüssel. Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ja. Da, Schlüssel, du bist unser. See von Düflin. Sie für mich sühnen. Aha, ich verstehe. Och Manno, ich hab den Fischer scheu. Perfekt, geschafft. Jetzt mal schnell. Ha, Seeforelle. So, hier vorne sollte irgendwo der Schatz sein. Dann tauchen wir schon mal. Achso, da hinten. Dann haben wir schon fast alle Reichtümer zusammen. Ich nehme mal an, so zwei oder drei Schätze werden wir vom Raubzug erhalten. So, ich glaube, wir sind jetzt hier auf dem richtigen Weg zu Baryt Beinföll. Beinföll. Ja, also hier, das sieht hier ganz schon nach... Bäm, Eichhörnchen, du bist unser. Okay, eben nur Leder. Dann halt nur Leder. Sieht hier auf jeden Fall schon nach einem Friedhof aus. Die ganzen Kreuze hier. Mein Bein ist ja eingeschlafen. Barret. Warum
warum so unruhig? Ein König muss immer auf der Hut sein. Wenn ich bedrückt oder unsicher bin, komme ich hierher, zum Geist meines Vaters. Ich habe nicht mal nach ihm gefragt. Irgendwie wusste ich das. Vor einigen Jahren. Es war ihm bestimmt, im Kampf zu sterben, und so geschah es. Nun sitzt er an Odins Seite. Meine Familie schuldet deiner so einiges. Der Winter, als deine Familie kam, um bei uns zu leben. Ich erinnere mich an deine Geburt mit dem Schrei eines Kriegers. Das Seuchenjahr. Niemand nahm uns auf. Nur deine Eltern. Ich verdanke deiner Familie mein Leben. Und welch Leben wir hatten. Ich habe teure Erinnerungen daran, wie du dich zur Jagd hinausschlichst. Mitten in der Nacht. Sterne am Himmel. Mondlicht auf Schnee. Als kleines Kiddy? Wow. Und so bekam ich die Narbe. Das tut mir leid. Was ist mit der auf deiner Aha. Wange? Aha. Da ist was. Die? Eine Warnung der Götter auf meine Eitelkeit. Komm, wenn wir alle unsere Geschichten erzählen, sind wir eine Woche hier. Irgendwas ist da. Siehst du etwas? Nur in meiner wilden Vorstellung. Doch gehen wir trotzdem. Ist das ein Hirsch? Seltsam, wie ein kleines Geräusch einen Mann so aufwühlen kann. Bei Thors Hammer. Ich könnte eine Woche durchschlafen. Nicht mehr so ausdauernd wie damals, was? Als wir nachts auf die Jagd nach Irrlicht dann gingen. Haben wir je eines gefangen? Ich erinnere mich da an was. Ist auf einmal so stürmisch hier. Harre lieber schon! Zurück! Ergib dich! Ergreif dich! Ich ergib die Hände! Alter, sieht geil aus! Du verfluchter Bastard! So. Wer waren die? Ich bestieg den Thron nicht unangefochten. Thorstein, der Sohn des vorherigen Königs, trägt es mir nach. Davon hattest du nichts erzählt. Du bist zu Gast. Es ist unschicklich, dich mit nichtigen Sorgen zu belasten. Nichtige Sorgen? Jetzt weiß ich, warum du den Abend über so angespannt warst. Ja, es beunruhigt mich schon. So verwegen war er noch nie. Hält er dich für einen Thronräuber? Möglich. Aber er scheint ihn gar nicht haben zu wollen. Er gibt sich damit zufrieden, mit seiner Schlägerbande zu schmuggeln und zu stehlen. Nur kleine Wikinger-Raubzüge. Aber sie lassen mich in Flans Augen in schlechtem Licht. Das ist ja nicht so toll, ne? Aber vor allem Thorstein. Nicht ablenken lassen! Oh, sorry, ich wollte Eisenerz sammeln. Ist wichtig. Das kann ich keine Sachen verbessern. Also sowas. Es ist wichtig. Jedenfalls für mich. Und Eivor. Schärfe deinen Blick. Heute Nacht sind Räuber unterwegs. Verlass dich auf mich, mein König. Was das wohl für ein Teil war im Gebüsch? Sah aus wie ein Hirsch. Oder ein Elch. Wobei, gibt es Elche in Irland? Ich glaube nicht. Nein, eher ein Hirsch. Ja, ist glaube ich eher ein Hirsch. Elch. Also laut meines Wissens gibt es keine Elche in Irland. Ihr wisst doch, dass ich Feiern immer zuletzt verlasse. Was ist geschehen? Wir wurden von Thorsteins Männern überfallen. Widersacher, von denen ich nichts wusste. Kaum überraschend, dass König Flan dich nicht willkommen heißt. Du beherrschst nicht einmal die Wikinger in deiner eigenen Stadt. Thorstein lässt mich noch nichtsnutziger aussehen, als ich es eh schon tue.
Ich verstehe. Es ist die Ungnade des Hochkönigs, die das beschämend macht. Ich werde mich um Thorstein kümmern, Vetter. Nein, ich will dich nicht in diese elende Geschichte hineinziehen. Vielleicht zieht er sich für Silber zurück. Ja, vielleicht für eine Woche oder zwei. Dann kommt er wieder und wieder. Ich kann diesen Schandfleck ein für alle Mal loswerden. Eivor, dies ist nicht dein Kampf. Bei allen und jedem deiner Götter, Barret, lass Eivor dir helfen. Ab diesem Augenblick gehört mein Arm dir. Was auch nötig ist, dass Flan dir zulächelt, werde ich tun. Eivor, ich war noch nie so glücklich. Deine Familie rettete vor langen Jahren die meine. Eine passende Antwort wäre es, deinen Thron zu sichern. Ich fange mit Thorstein an. Es könnte sein, dass Sigfrid etwas weiß. Er war einmal Teil von Thorsteins Bande. Leider wahr. Suche ihn morgen auf dem Marktplatz auf. Nach einer durchzechten Nacht erholt er sich meistens dort. Wir werden bei Sonnenaufgang beginnen, ein Band mit Hochkönig Flan zu knüpfen. Okay. Gut geschlafen, Eivor. Quest abgeschlossen, Blutbande. So. Barret sagte, ich würde Sigfrid auf dem Marktplatz finden. Ich muss mehr über Thorstein erfahren. Das müssen wir auf jeden Fall. Oh, erworben. Lux. Jetzt bin ich gerade total verwirrt. Wodurch habe ich jetzt gerade einen Lux erworben? Wodurch habe ich jetzt einen Lux erworben, hä? Bin gerade verwirrt. Und, hä? Ich habe einen Lux? Wie das? Hä? Okay, ich habe einen Lux. Super, ich habe einen Lux. Und was bringt mir das Ganze jetzt? Oh, ich habe sogar noch zwei Fertigkeiten. Juhu. Dann kann ich endlich den tiefen Groll erwerben. Und schon mal anfangen beim nächsten. So. Die Quest, eine Falle für Thorstein. Okay. So, der ist hier vorne. Der Siegfried. Morgen, Sigfrid. Eivor, die Nacht war hart. Ich habe zu viel getrunken und nun versuche ich, meinen Bauch zum Schweigen zu bringen. Deinem Bauch kann ich nicht helfen. Aber kannst du mir erzählen, was du über diesen Thorstein weißt? Ah, Vater hat dir wohl erzählt, dass ich mich ihm mal anschließen wollte. Er ist ein echter Wikinger, wie du, nur lauter. Du durftest nicht mitmachen? Ich war zu jung und schlaksig. Amar wollte mir noch nicht mal zeigen, wo sein Versteck ist. Erzähl mir von dieser Amar. Sie mag Bier so sehr wie Kätzchen Milch. Sie verbringt ihre Zeit beschwipst am Hafen und macht sich dort an die Leute ran. Ich spreche mit ihr. Vielleicht bereut Thorstein es noch, dich nicht in seine Bande gelassen zu haben. Hör mal, wenn du schlau bist, legst du dich nicht mit Amar an. Sie ist eine wilde Kämpferin. Ja, okay. Ich versuche mein Bestes, aber Eivor ist nur auch eine gute Kämpferin. So ist es nicht. Der Hafen ist in der Richtung, ne? Ha, Sühnen, hab schon gedacht. Leite mich. Was ist das denn da für ein Symbol? Hier sind so ein paar Sachen, die sind neu für mich. Das interessiert mich ganz gerne. Da, was ist das für ein Symbol? Ha.
Hilf mir. Sei meine Augen. Vermutlich können wir hier irgendwelche Sachen ausbauen, oder? Was steht? Oh. Ich verstehe aber gerade nicht, warum hier schon... Oh, ich verstehe das gerade schon wieder nicht. Warum ist meine... Warum ist das nicht wieder mit... Weiß ich nicht. Ich hab das letztens alles mit Sektau gemacht. Warum das nicht gespeichert ist, weiß ich nicht. Naja, vermutlich ist das hier einfach nochmal ganz komplett nochmal neu gemacht worden. So. Da. So. Schiffswerkstatt. Ich wusste doch irgendwie, das Symbol sieht interessant aus. Ich muss sehen, was du siehst. Na, wo ist sie? Die Amme. Die lässt sich ihr Ale schmecken. Das ist Amar. Sieht aus wie ein Vogel. Geschminkt. Was trinkst du denn da, Dränger? Das stärkste Ale der Stadt. Ich mag starke Dinge, also hast du meine Aufmerksamkeit. Was tust du hier, Schätzchen? Ich bin auf der Suche nach gutem Trunk und Gesellschaft. Da hat es dich in die richtige Schenke verschlagen. Ausgezeichnetes Ale und noch bessere Unterhaltung. Das Ale führt zu Gesprächen und die führen zu... Wer weiß? Finden wir es heraus. Wieder mal ein Deathmatch saufen. War ja klar. Dann darf ich mich endlich entweder als Siegerin betiteln oder als Verliererin. Du schwitzt ja. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Wenn das aber anfängt mit nach links und nach rechts schwenken, dann, naja, kann es auch mal schief gehen bei mir. Kommt nicht ins Fass, hörst du? Ist Eivor gerade ein bisschen stärker geworden? Nee, ich wollte gerade sagen, ist sie gerade ein bisschen stärker geworden vom Schwimmen oder was? Yes, das schaffen wir. Juhu. Und wir sind mal wieder total beschwipst. Mehr hast du nicht drauf? Wie ungezogen. Du bist eine anziehende Frau. Wie verbringst du deine Tage? Vielleicht hast du von Thorstein gehört? Ich bin eine seiner engsten Freundinnen. Ich hörte tatsächlich von ihm. Beeindruckend, dass er dir vertraut. Er ist wie ein Bruder für mich. Ein nicht gerade heller Bruder. Er hat mir einen Schlüssel zu seinem Geheimversteck anvertraut. Er hat ein Geheimversteck? Das würde ich nur zu gerne sehen. Im Bereich Dubgalbay? Tut mir leid, Thorstein würde nicht aufhören zu schmollen. Vielleicht möchtest du aber für ein Mal bleiben? Ich bliebe lieber für etwas anderes. Ich kann kaum erwarten zu erfahren, was das ist. Aber erst einmal, mir geht es nicht so gut. Ich bewege mich besser etwas. Ich möchte dich nur ungern daran erinnern, Eivor. Wenn ich gesehen werde, ich muss ihr diesen Schlüssel abnehmen. Aber du bist mit einer gewissen Randvieh zusammen. Wenn ich vorsichtig bin, kann ich einen Kampf umgehen. Die sind aber auch schnell.
Also... Moment mal! Hoppala! Super toll, scheiße. Hey, was hast du denn vor? Na, ganz toll. Kennst du meinen Freund? Jetzt muss ich den Tast ins Versteck finden. Ja. Ich wollte es eigentlich schon schaffen, keine zu töten, aber na gut, hat es nicht geklappt. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Schon wieder? Finde Thorsteins Versteck. Dies befindet sich in Dybgal Bale. Okay, und wo genau ist das? Ach so. Ist gar nicht so weit entfernt. Ach ja, stimmt. Wir waren da schon mal da. Wie stelle ich das jetzt an? Attentat! Bam. So. Ist dies das Versteck, von dem Amar sprach? Eine Höhle. Versteckt unter der Stadt. Thorstein. Und das lautlos. Ich liebe den Geruch von Reichtum. So, wo im Namen von Freyas fleischiger Fotze ist Amar? Wer kann das schon wissen? Du kennst sie doch. Wenn sie jetzt schon ill säuft, ist es schlimmer geworden. Sollen wir nach ihr suchen, Thorstein? Sie bringt mich zur Weißglut. Nein, geht weiter euren Aufgaben nach. Sie kommt. Na, sie kommt leider nicht mehr. Das ist meine Schuld. Sorry. Ich habe mich schon gefragt, wo der wann der auftaucht. So. Ich vergewissere mich nochmal, dass ich hier nichts verpassen tue. Wer bist du? Wer? Wie hast du es hier reingeschafft? Dass du dich mit Barret Iverson angelegt hast, war ein Fehler. Oh Gott, willst du mich töten? Mein Kopf irgendeinem irischen Herrn überreichen, dem ihr beide dient? Ich diene keinem irischen Herrn. Ochsenscheiße. Wenn du nordische Ehre im Leib hättest, wärst du wie ich und würdest diese stinkenden Gottfresser von der Insel jagen. Der König Düflins sollte sich um seinesgleichen kümmern, nicht den Säuen in den Arsch kriechen, die unsere Vorfahren töteten. Ja, schließ dich mir an. Ich könnte jemanden mit ordentlich Mumm gebrauchen. Und es lohnt sich. Sei still und ich erbarme mich vielleicht deiner. Brief von Kitil. Flachnase. Ernsthaft? Flachnase? Okay. Thorstein. Wenn du es müde bist, den Tölpel...
den Tölpel in deinem geliebten Irland zu geben, komm auf die verstreuten Inseln im Norden. Ich werde dir Krieger, Boote und ein paar Ackerland zum Heim geben. Du kannst nach Begehren deines schwarzen Herzens die Südreia plündern. Ketil, Flachnase. Flachnase. Okay. Flachnase. So, den werde ich mal gefangen. So, dann tragen wir dich jetzt auch nochmal. So. Hier gibt es eigentlich nur einen Ausgang, ne? Okay. Hier darf mich niemand sehen. Es ist doch sowieso keiner mehr da. Ist doch scheißegal. Die meisten von denen habe ich getötet. Oh, okay, da sind doch noch welche. Ja, okay, gut. Dann ist es eben so. Ich bahne mir mal einen Weg. Oh, Hilfe! Ha! Das feige Aas will sich davon stehlen! Och Mann, ich komme hier nicht hoch. Ah! Nö, ich komme nicht zurück. Fangt mich doch, wenn ihr könnt. Also ich finde es gerade ein bisschen blöd, dass Eivor gerade nicht rennen kann. Ja, okay, toll. Kann doch ein bisschen rennen, aber jetzt nicht eigentlich... Nicht so, wie ich es eigentlich wollte. Ja, jetzt auf einmal kannst du rennen, aber eben nicht, ne? Ja, ist klar. Naja, wenn man es... Na, was man da rennen kann. Was man da rennen nennen kann. Eieiei. So, Thorstein. Sag Hallo zu Barrett. Ein Haufen Abfall erwartet dein Urteil, König Barrett. Thorstein, Urheber des Plans, mir und meinem Blut aufzulauern. Du weißt doch, wie es ist, Barrett. Man braucht Silber. Für seinen König könnte man Düflins Schatzkammer eintauschen. Obwohl ich für dich vielleicht nicht ganz so viel bekäme. Wenn du es befiehlst, schneide ich ihm die vorlaute Zunge heraus. Steh auf, Thorstein! Du blutest meinen Boden voll. Die Entscheidung wiegt schwer. In solchen Zeiten sucht man den Rat engster Freunde. Eivor, wie soll ich mit diesem Rohling verfahren? Ja, war mir schon klar, dass das kommen muss. aber wir wissen doch gar nicht so viel über diesen Thorstein. Also warum brauchen wir jetzt... Eine würdevolle Hinrichtung, ein brutaler Tod, ein grausames Schauspiel. Also ich kann mir unter der Hinrichtung was vorstellen, unter brutalen Mord, Tod kann ich mir auch was vorstellen, aber grausames Schauspiel? Okay. Ich sag mal eine Hinrichtung. Alle sollen sehen, dass du ein gerechter, entschlossener König bist. Dies ruft nach einer würdevollen Hinrichtung. Wohl gesprochen, Eivor. Ich will keine Blutfehde unserer Kindeskinder, Thorstein. Den Aufruhr bist du nicht wert.
Düflin nimmt dein Land und dein Silber. Ich verbanne dich auf ewig. Bei Sonnenuntergang bist du verschwunden. Knie nieder und zeig deine Dankbarkeit. Alles Gute, König. Ich kenne bessere Orte als Düflin. Vater! Warum wählst du die Schwäche? Gib jedem Feind ein Stück Seil. Dann bringen sie bald deinen Strick. Ruhe! Flan Shinnar wird bald ganz Irland beherrschen. Es liegt in seiner Macht, mir und meinem Sohn die Königswürde zu geben oder zu nehmen. Er ist der Knotenpunkt. Doch traut Flan mir nicht. Er glaubt nicht, dass ich wahrlich christlich bin. Indem ich christliche Gnade zeige, beginne ich, seine Meinung zu ändern. Du bist klüger noch, als ich dachte, Vetter. Vielleicht ist Thorstens Freiheit ein Königreich wert. Doch wird Gnade genügen? Deswegen muss ich den Handel ausbauen. Flan wird erkennen, dass die Stärke von Düflins Häfen die Stärke Irlands ist. Zeige ihm die Macht dieses Handels. Finde etwas Seltenes aus der Ferne. Ein Gewürz, ein Edelstein oder eine Waffe. Und dann wird es sein Krönungsgeschenk. Das wird Düflins Reichweite zeigen und helfen, meine Krone zu sichern. Flan wird von deiner christlichen Gnade erfahren. Und ich spreche derweil mit Azar über ein Geschenk. Suche mich vor der Krönung auf. Wir gehen zusammen. Okay. Gut. Aufbau von Ratuin. Ja, also ich möchte mich eigentlich jetzt darauf fokussieren, hier ein paar Sachen zu sammeln. Komm, weiter hoch. Hallo, los. Hallo? Also irgendwie spinnt die schon wieder, ne? Die Eivor. Oh, ich hasse das. Warum muss sie immer hier so rumspinnen? So, jetzt lässt du dich fallen. Da drauf. Perfekt, danke. Und da ist das, was wir suchen. Tuatha de Danann. Okay. Lang bevor der Mensch nach Eriu kam, entstieg ein Volk dem Himmel wie Nebel und siedelte hier. Die Tuatha de Danann. Sie waren göttliche Helden, Frauen und Männer des Wissens und der Freude. Sie waren Schöpfer der uralten Steine, die wie der Lia Fail überall auf unsere Insel verteilt sind und lebten in Frieden und Weisheit als Vorbild für Druiden, die ihr nachfolgten. Sind mit diesen uralten Steinen vielleicht die Steine von Stonehenge irgendwie gemeint oder? Und was ist das hier? Ach du meine Güte. Heieiei. Das kann ja gar nicht lesen. Ebarit Ekurumek. Mobenacht Lasinsig. Ach du meine Güte. Nee, das kann ich überhaupt nicht lesen. Okay, das kann ich überhaupt nicht lesen. Also ich würde mal sagen, es ist vielleicht eventuell irisch. Aber so von den Strichen so über dem E und so, ist es vielleicht Französisch? Keine Ahnung. So. Aber das hier ist ein Wurf. Mal gucken, was das für ein Wurf ist.
Ha! Ein Tattoo-Entwurf! Haben wir denn hier auch ein Tattoo-Studio? Ich glaube nicht. Schade. Ich merke gerade, wir haben da bei dem Haus noch ein... Oh, da ganz oben. Da ganz oben ist noch ein Schatz. Noch eine Schatztruhe. Also ich möchte schon ganz gerne, bevor wir mit der Story weitergehen, so gut es geht, die Sachen einsammeln hier in Düflen. Ja, natürlich ist das jetzt eine Truhe, die jetzt nicht unbedingt notwendig ist. Für die Karte, aber ich möchte schon diese Truhe nochmal haben. Es hört sich so, es hört sich gerade so christlich an, so kirchlich. Und hä? Nein, nein! Oh, was soll das denn jetzt, Eivor? Du solltest da raufklettern und nicht. Du, meine Güte. Einmal raufspringen. Und nicht rüberhangeln. So. Perfekt. Nochmal was zum Lesen. Tagebuch eines Mönchs. Ich ließ mein Leben hinter mir, um es Gottes Ruhm zu widmen. Aber hier im Himmel ist dieser Haferschleim widerlich. Ich bete, dass ich trotz des trotzigen Pams vom Bruder A. ihnen wie Wammer Eiter an guten Tagen meinen Glauben erhalten kann. Könnte ich es ihm nur sagen, doch das Schweigegelübde hindert mich daran. Warum bin ich wohl auf dem Dachboden untergebracht? Weil der Vorsteher es so veranlasst hat, da ich den Apfelwein zu sehr liebe. Doch gabst du uns nicht reichlich Äpfel und Wein her? Wie kann es dann Sünde sein? Dies sind die Fragen, die ich im Gebet ergründen muss. Okay. Wo ist denn jetzt dieser Schatz? Hier ist noch eine Treppe. Ach so, okay. Hier. Die Frage ist natürlich, warum es ein Mönch hier oben war. Oh, so viele Opale. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so viele Opale auf einmal gibt. So, ist wieder runter. So. Rätsel. Ah, okay, da unten. Ja. Gut. Ich muss gerade mal überlegen, wie ich das Ganze jetzt weitermache. Ob ich jetzt nochmal in den Süden wandere oder ob das beim nächsten Mal auch reicht. Ich finde das ja so witzig. Ich finde das ja so witzig. Hier beim Opferaltar mit 50 Köstlichkeiten. Was sind denn bitte Köstlichkeiten? Das finde ich schon witzig. Ich glaube, ich gehe doch nochmal zum Händler. Also zum Handel, zum Händler. Ich will wissen, was Köstlichkeiten sind. Wo kriegt man denn Köstlichkeiten her? Also bis jetzt habe ich, glaube ich, noch keine Köstlichkeiten gesehen oder bekommen. Also schätze ich mal, das kriegt man beim Händler.
Jetzt renn doch mal ein bisschen hier, Eivor. Nee, doch ein bisschen weiter noch. Aber ist der Schmied hier da vorne, ja? Okay. Hallo. Hallöchen. Hast du Köstlichkeiten? Als Ware? Oder wo kriege ich Köstlichkeiten her? Oh, diese Ladezeiten sind mal wieder echt bescheuert. Ja. So. Was hast du denn Schönes? Was kannst du gerne haben? Willst du das? Damit kann ich dir auf jeden Fall dienen. Boah, wie viele Tattoos? What? Was ist das da? Was ist denn das für eine Haarpracht? Ach du meine Güte, was ist denn das? Und wir haben hier auch einen Bart. Für so etwas habe ich kein gutes Auge. Wir haben einen Bart zur Verfügung. Ach du meine Güte. Also ich würde eigentlich schon gerne die keltische Haartracht nehmen, aber ich möchte wissen, ob das funktioniert. Viel Spaß. Vorbei. Nichts weiter. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Ich weiß gerade gar nicht. Wir brauchen eigentlich ja ein Tattoo-Studio. Da haben wir einen Schmied. Wir haben hier einen Schmied. Was ist denn das da hinten? Ach, der Reitstall. Das ist der Reitstall. Das ist ein Händler. Da ist der Schmied. Das da hinten war, glaube ich. Oh, warte mal. Das markiere ich mal. Da muss ich hin. Ist das vielleicht ein Tattoo-Studio? Also ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Als weiblicher Eivor ein Bart zu tragen. Oh, achso, okay. Auf klappt offenbar noch nicht, oder was ist das? Ach, hier doch. Tattoo-Werkstatt. Ich wollte gerade sagen. Weil Halssegen? Ich habe hier neue Tattoos? Pikte. Okay. Pikte. Wieso habe ich hier nichts drin? Das ist doch irgendwie gerade schon ein bisschen. Warte mal. Hier. Nee, die Auswahl habe ich nicht. Nee. Die Auswahl habe ich nicht. Ist doch blöd. Irgendwie kapiere ich gar. Wieso habe ich denn. Egal. Nee, weiß ich überhaupt nicht. Egal. schade. Jetzt habe ich den Bart gekauft, aber kann ihn nicht einsetzen. Na gut. Ich weiß auch gerade gar nicht. Ich habe das noch nie ausprobiert, den weiblichen Eivor zu einem männlichen Eivor zu machen. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich glaube, ich müsste mich dafür erstmal schlau machen, wie das funktioniert. Wie geht das denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Naja, gut. Da überlege ich mir erstmal, wie das dann aussieht bei einem männlichen Eivor bei uns. Ja, schon wieder viel zu langer Part. Ich wollte eigentlich schon eine gewisse Zeit beibehalten. Klappt mal wieder nicht. Wir machen beim nächsten Mal weiter mit dem Ganzen, der Hauptstory. Vermutlich werden wir vorher oder nach dem Ganzen, nachdem wir mit Azar gesprochen haben, hier unten hin marschieren und dann auch den Raubzug machen.
Vielleicht schaffen wir es auch dann, hier Rat-Uin irgendwie zu kaufen. Geht ja noch nicht. Ja, mal schauen, was da so passiert. Wenn euch das Ganze gefallen hat, hier der Part, dann freue ich mich auf Unterstützung durch ein Like und durch ein Abo. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part hier in Irland, hier in Assassin's Creed Valhalla. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.